Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Format füllen, Jack Fleischhammer vor mir im Bild mit seinem Namen, der seine Waffe auf mich richtet, was ich nicht gut finde. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin es aber nicht wirklich, ich bin nur der Schatten meiner selbst, denn ich bin die Drohne, die unter uns steht. Verstehst du? Du siehst nur meine leere Hülle. Ah, okay, ja. Verstehe. So wie ich sonst bei dir. Das ja, permanent meinst du. Babam! Ja, es kam der Hinweis, dass ja hier die Pflanzlichter viel zu hoch hängen. No. 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 Heike hört. Sagte deswegen nehme ich meine Drohne an und baue erstmal den Shit wieder weg. Die sind, ach so, die sind... Ja, die kann ich nicht abbauen. Wieso kann ich jetzt auf einmal nicht mehr abbauen mit der Drohne? Haben sie es geändert? Nee. Oh. Doch. Hielt. Ach, mit links. Mit links. Repair und dann ja rechts. Nein, 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 nein. Du bist ein Jutta. Ich bin ein Idiot. Schön. Gleich zum Anfang der Folge so ein Riesending. Wieso hab ich jetzt... Jetzt schaffst du nicht abbauen. Was? Was willst du? Das hier geht nicht. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Das weiß ich auch nicht. Ach, jetzt konnte ich doch gerade abbauen, Diggi. Ah. Okay, Entschuldigung. Was sagst du dazu? Ja gut, dann mache ich erstmal vier neue Pflanzenlichter. Du hast gesagt, beim letzten Mal hier wäre zu viel weiß, gell? Das war mein letzter Akt hier in der... Ja, genau. Das ist mir ein wenig zu... Ein wenig zu weiß? Ja, ein wenig zu. Ich kümmere mich derweil noch um Lemmy. Er hat eine neue Form gekriegt. Ich will mal den, ja, ich habe schon gesehen, der Schriftzug fehlt schon. Ja, hat quasi... dickere Wand kriegt, weiß nicht, ob das von den Steuerungsdüsen so hingeht, aber das wird schon. Sind denn die... Wo haben sie denn? Das ist noch doof. Wo können sie mal... Ich weiß es doch nicht. Bin ich frage mich, Vorlagen, wo sind denn die Pflanzlichter hin? Frage mich, ich weiß es nicht. Das ist schon wieder das Thema, wir nehmen schon wieder viel zu spät auf. Ja, wir hätten schon eine Viertelstunde früher, aber du musst es ja unbedingt nochmal zu trinken holen. Ja. Anders ertrage ich dich ja nicht mehr. War es nicht so? Mhm. War es nicht so, Minia? Es war so. Aber ich bin trotzdem blind, was die Pflanzlichter angeht. Hier oben sind die Lichter. Ach, hier links, die sind ja weiß. 3, 4. Gitterblöcke habe ich auch noch, aber das wird nicht reichen. Lass ich den mal in Ruhe craften. Hat man nicht hier irgendwo noch Eisenproduktion? Ja, was hättest du gern für eine Farbe? Von Lemmy? Nee, die allgemein. Ich fand eigentlich unser rotes Interieur nicht schlecht. Echt? Aber ich fand das irgendwie unpassend. Unpassend. Man könnte ja das Weiß ein bisschen runternehmen oder so. Ja. Also ich finde Weiß ein bisschen hart. Also da. Oder zu viel Weiß. Ich meine die Küchengeräte in Weiß und dann die Decke. Du hast alles Weiß gemacht, ne? Du hast alles Weiß. Ja, ja gut, dann mache ich vielleicht die Constructor in Schwarz oder so. Ja. Oder dann lasse dich ruhig aus. Was hättest du gern für eine Farbe? Was magst du für Farben? Ich bin der Gelb, Blau, Rot, Schwarz ist auch eine Farbe. Typ. Nehme ich mal ein dunkles Blau? Boah, nee, das sieht überhaupt nicht aus. Geht nicht. Lila ist doch dein Typ, ne? Nee. Gelb, sagst du. Boah, Gelb ist aber, beißt sich aber. Gelb, Blau, Grün, Schwarz. Du hast mir praktisch eben gerade alle Farben aufgezählt, die es so gibt. Das geht. Stimmt, das, ja. Mit dem Blau bin ich einverstanden. Recht, ja. Jetzt und der Sauerstoff wird ein helles Blau. Hast recht. Gut. Ich meine, mach doch, was du möchtest, nur mach nicht alles weiß. Okay? Können wir uns da eingehen? Ja. Ja, oh, Küche gibt so ein zartes Gelb. Pipi-Gelb. Und im Constructor hatte ich ein dunkles Blau. Nee, das ist nicht. Das ist das hier. Ja. Die gedeckteren Farben gefallen mir besser. Wobei die Küche in Pipi-Gelb sieht natürlich auch Pipi-Gelb aus, ne? Ist auch nicht schön. Aber Gelb und Rot passen gut zusammen. Nee, ich werde das die Küche einfach in einem gedämpften Weiß machen. Fertig. Gelb und Rot ist alles im Lot. Gelb und Rot schützt den Schlot. Gibt Brot. Schlägt den Abendbrot. Lehrer tot, nee. Ne, ist alles irgendwie schwierig, ne? Wir kommen nicht auf den grünen Zweig. Nee. Oh, ich hab's jetzt. Pass auf. Zack, zack, zack. War schon gut. Ach, ist keine Ahnung, ich lasse es jetzt so.
Ich halte mich jetzt stundenlang mit dem Malen auf. Also stell mir vor, ich würde eine Folge machen, wo ich nur einfärben würde. Ja, stell dir vor, ja. Das wär ja total dämlich. Würde sich auch gar keiner angucken. Oder irgendwie Kommentar schreiben, da gib es doch weg! Oder sowas. Was? Das hast du so reingenuschelt. Das fand ich jetzt nicht schlecht, ja. Weg! Warte, ich mal. Kennst du den Hot Fuzz? Ja, selbstverständlich. Wo er dann versetzt wird am Anfang des Films und ja, sie haben so hohe Leistungen, sie gehen jetzt zurück nach wohin? Wo bitte? Wo ist er so? Der Ort, wohin muss hier nach Hintertupfing, weißt du, so ja, wegnuschelt. Ja, genau. Ja, das hab ich gefeiert, wo die Oma weg dropkickt, weißt du, so. Also richtig so, das ist bam! Das ist ja leider so, das ist so eine Trailer-Szene, die sie extra für den Trailer irgendwie nochmal gedreht haben, meinst du? Naja, wahrscheinlich irgendwie. Also, die musste den Trailer, um den möglichst witzig zu machen. Der reicht, muss aber nicht sein, weil der ist witzig genug, der Film irgendwie. Ja, auf jeden Fall cool. Ich überlege gerade, wie ich die Befestigung mache für die Lichter. Die müssen ja eins tiefer und wir haben hier oben diese Glasscheibe gesetzt, gell? Würde jetzt irgendwie blöd aussehen, wenn wir das Ding wieder zubauen. Das heißt, ich würde wie so ein Gestell machen, was an der Seite hochkommt, oder? Ich finde, du solltest deinen Entscheidungen frönen und mich nicht fragen. Mhm. Tue, was du möchtest. So, dann nehme ich jetzt aber mal die Drohne zu. Nee, das nicht. Das machen wir mal nicht. So, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Einer in der Mitte, eins, zwei. Oh, Gottes Willen. Okay. Da. Drei. Der deckt jetzt die drei ab. Dann ist der nächste. Hier. Shit, da kann ich nicht dran bauen, weil da noch kein Kübel sitzt. Daniel Kübelböck. Oh Gott. Wie ist der Name? Der hat es ja voll gemacht, ne, der Typ. Echt jetzt? Hat er nicht. Hm. Was hat er gemacht? Wie? Ja, normal geworden, in Anführungszeichen. Ach so. Aber. Oh, schwierig. Die alte Conchita-Wurst, die. Fasern fehlen mir. Ich brauche noch Fasern. Kann ich mit der Drohne eigentlich los Fasern holen? Nee, das will er nicht. Die verliert ja die. Falls Sugarcane. Ich kann echt mit der aufsammeln. Echt? Mhm. Okay. Dann brauchen wir uns ja gar nicht mehr bewegen. Aber irgendwann. Ja. Verliert er halt die Kontrolle, die Verbindung. Ja. Musst du nachlaufen? Muss ich selber nochmal los. Hallo, Fasern? Jemand hat mir einen Tipp gegeben in den Kommentaren, wo man Fasern findet. Na? Hab ich mir nicht gemerkt. Nee, gut. Frag ich mich auch, warum die Leute die was schreiben. Also irgendwann müssen sie ja... Dass sie die schon längst aufgegeben haben, meinst du? Das ist Mitleid. Also ich bin mir sicher, das muss Mitleid sein. Ja? Also von wegen, nee, also jetzt... Nee, schreib ihn nicht. Na doch, ich kann nicht anders. Ich kann mir das vorstellen, sitzen so zwei Kumpels da und sagen, ey, ja, ich mag den eigentlich, der Typ ist ganz dufte, aber er ist irgendwie total verplant. Ja, schreib ihm doch Tipps. Ja, hast du dem schon mal Tipps geschrieben? Kommen so Diskussionen auf, weißt du? Der meldet sich eh nicht darauf und dann macht er das eh nicht. Und er fällt ja, dann gibt er mal Daumen hoch, dass er das Kommentar gelesen hat. Ja. Die nächste Folge ist er genauso verpeilt. Was soll das? Was soll das? Der Typ ist total... Das ist genauso wie ein Fleischhammer. Nee, das ist ja der gute Part. Der kann ja Imperium. Ja... Aber der liest auch nur. Wow! Wow! Hat die Bier getroffen, Mann, Alter! Was denn los? Der Bier hier rum, sie fängt geballern an. Achso, der schießt auf die Viecher unterm Strand, ja. Ach, du bist da hinten mit der Drohne unterwegs, oder was? Nö, zu Fuß. Achso, sah so aus, als ob er auf deine Drohne schießt. Alter, hat er mich erschrocken, Mann. Weil rum sie los schießt, ja. Ah, schreigemisch nicht so. Stand daneben quasi. Sicher. Freund, du. Eigentlich mich nicht so. Ach, guck mal, ich glaube, die nächste. Wir sollten uns jetzt genügend Material besorgen, dass wir das nächste Ziel haben, das große Raumschiff zu bauen, ne? Dass wir mal hier wegkommen von. Och, Alter. Na, wird beschützt. Du. Schrechte Frage. Du nicht, du. So nicht. Ja. Nee, so nicht. Schade. Nee, das große Raumschiff wäre auf jeden Fall schon mal eine Maßnahme. Wäre eine geile Sache, ja. Absolut. Aber wenn ich schon sehe, wie lange ich an einem kleinen Lemmy sitze, und ich sitze seit letzter Aufnahme quasi, also jetzt nicht durchgehend, ist klar. Auch nur mit. Ja, gut, das ist ja auch ein bisschen offline noch gecraftet, das darf man ja nicht vergessen. Ja, eben, ja. Darf man nicht vergessen, und der Teig macht halt. Ich bin immer noch nicht fertig mit der Sausack.
Sausack. Aber ist der nicht wieder zu schwer? Ich glaube, das finden wir nur raus in einem Probeflug. Verstehe. Jetzt sehe ich auch nicht mehr. Die Transparenz der Blöcke. Das ist geil. Das finde ich geil. Das lassen wir so. Wie soll das? Gesteins mit Wasser. Vor allem den besten. Der Beste hat dir noch gar nicht gezeigt, was er kann. Was Lemmy kann? Ja, Lemmy kann was. Lemmy hat ja was ganz Fantastisches. Was denn? Wenn ich mir das angucken soll. Ja, sag ich dir. Jetzt? Wollte. Nein. Jetzt? Nein. So wie letztens in unserer WhatsApp-Gruppe. Dachte mir so. Bitte mir Mitleid. Komm raus, ja, genau. Wenn du Mitleid empfangen willst. Jetzt? Hat er seinen Deputy gesagt. Jetzt? Jetzt? Vielleicht jetzt? Was höre ich denn? Ich höre hier Laufgeräusche. Ich laufe. Laufgeräusche. Schlaufe beim Schnaufen. Schnaufe beim Laufen. Vom Saufen. cool. Bei diesem Spruch können sich die Zuschauer die Haare raufen. Ausraufen. Ausraufen. Also jemand hat gesagt, wir sollen anpflanzen. Irgendwas brauchen wir, damit wir kein Fleisch brauchen. Space Durians und Tomaten und damit kannst du den Gemüseeintopf machen. Das sind so eine Sachen, die musst du einfach wissen. Nee, ich lese es, denke mir, oh geil, guter Tipp. Und dann in der nächsten Folge denke ich mir, hä? Wie war denn das? Wo weg denn? Was hat er gesagt? Im Krieg. Griech. Weg gewesen. In Griechen hinter Griechen, Griechen. Griechen, Griechen hinterher. So. Schwierig, gell, mit mir? Ja, ja, ist nicht leicht. Oh nein, ich Idiot. Oh nein, das war der falsche. Ja, das war der falsche. Ich helfe nur, die müssen weg. Ich wollte sie eigentlich retten, aber das ist nicht. So, sie sind weg. Der muss auch weg. Ah, ich weiß, warum nicht. Bist du unten am Trans- die Ladung war weg. Am Transmitter da? Nee, wa? Nö, ich hab hier der Dings gesetzt, der Gerüst für die Leuchten. Kannst du mal zwei ansetzen? Watt? Zwei Watt soll ich ansetzen. Watt. Watt denn was mehr? Soll ich ansetzen? Zwei wo, große. Wo ist denn das Wasser eigentlich? Muss doch hier irgendwo. Kannst du, glaube ich, gar nicht. Es ist wie das. Oh, die Funkverbindung reißt ab. Nein, Mayday, Mayday, ich stürze ab. Wo war denn? Da. Komme ich da noch hin? Ich kann schon wieder sagen. Wo war denn? Das Wasserkanister. Hier ist übrigens kein Sprit mehr drin. Haben wir noch Sprit? Wo ist kein Sprit mehr drin? In den Wasser. Ich mach Wasser. Nicht? Nee. Ach so, nee, das ist ja auch schon eine echt eine mega lange Zeit her, dass wir da mal dran waren, ne? Na gut, auf der anderen Seite habe ich jetzt hier um die 170 gereinigtes Wasser. Ja, geil. Mann, nee. Hungert man eigentlich, wenn man hier fliegt? Ob man denn hungert? Jo. Ja, wahrscheinlich. Mal 5 gereinigtes Wasser. Ach, okay, jetzt ist klar, das ist kein Thema. 11. Gesteinsmehl. Haben wir auch noch genügend. Wenn alles gut läuft, kann ich jetzt noch. Wie viele Dinger brauche ich? Also die Drohne ist echt schwierig, ne? Ja, manchmal, ja. Eckst irgendwie an und dann überschlägst du dich bald. So, 2, 3. 4, 5. So. 3, 3, 4, 5. 5 Dinger waren wir noch. Wir sind schon eine halbe Stunde. Okay, jetzt reicht. Na gut, dann habe ich es bald, das Beet. Das Blade. Ist das irgendwie die Sprachfolge oder was? Nee, ist irgendwie. Ach, keine Ahnung. Probierst du das halt. Ist albern. Es ist einfach nur albern. Minions, du bist albern. Oh, geil. Ja, so mag ich das. So mag ich das. Das finde ich geil. Geil. Geil, so. So. Das machen wir jetzt hier drunter normal. Genau, so machen wir das. Genau. Nice. Nicht ruhig hin. Was?
Du Ekel. Ich hasse das, wenn er das macht. Das kommt, das, kommt das immer nur bei Imperium irgendwie. Das ist die Imitation des alten geilen Sachs, weißt du? So. 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 Willst du diese Seite deinen Zuschauern zeigen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte die für ewig versteckt halten und immer nur außerhalb der Aufnahme so sein. Aber heute kommst du durch. Das ist wie das. Oh. So. So. Das machen wir noch weg. Oh. Ei. Au. Ja, was mache ich jetzt hier an der Kante? Nehme ich jetzt noch einen Teil der Basis weg? Oder... Man hat mich ewig lang mit irgendwie dem Scheiß auf. Aber die halt nicht anders. Auch mal mich. Tut mir leid. Ich kann das durchziehen über mehrere Folgen. Mehrere Monate machst du das schon. Mehrere Monate, schon so ist mein Let's Play aufgemacht. Feierst du das nicht? Ich setze jetzt einfach so, ist nicht hübsch, aber selten. So. Doppel ist ausgeleuchtet, gucke. Hübsch. Gleich, warte. Hübsch, hübsch ist anders, wollte ich sagen. Gleich. Naja. Pass auf, da setzen wir noch einen ran. Glaube ich, zumindest. Ich rede mit mir selber in der dritten Person. Waren das Space Turians hier? Pass auf, das machen wir so. Moment, wieso sehe ich denn nicht, was das ist, was ich da gepflanzt habe? Na egal. Moment, was habe ich denn noch hier im Inventar? Weizenkeim. Und Sugarcane. Wir hatten doch irgendwo noch Setzlinge. Wir haben ja noch ganz viel gefiltertes Wasser und so ein Rotz. Hat man noch irgendwo in der Kiste? Hat man noch eine andere Kiste außer den zwei hier unten? Nee. Ach, der hast den Kühlschrank gepackt, gell, die Keime. Ja, richtig. Patient Kürbis. Ist das Kürbis, dieses Space? Space Durians? Nee, Space Durians ist Space Durians, ne? Kürbis ist Kürbis. Nee, ist es das nicht? Nee, Space Turns sind Base Turns. Space Turns sind. Geile Sau. So. Es ist nicht so leicht mit uns. Die ist albern. Das ist einfach, weil es spät ist. Dadurch wird auch die Aufnahme immer so ein bisschen albern. Ja. Ja. Aber. Oh, jetzt wachsen. Guck mal, die wachsen. Echt? Direkt oder was? Instant. Pum, 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 pum. Würde jetzt wo dann machen? Gut. Gut, Knut. Das Feld steht. Mir steht das Feld. Steht und fällt. Könnte man jetzt auch. Wollte jetzt auch noch was sagen. So. Das machen wir. Oh, da braucht noch eine Stunde, weil ich das hier. Was? Ich habe jetzt eh einen Arm fertig. Ich muss aber noch einen zweiten machen. Und ich wüsste schon einmal, wie ich den ersten gemacht habe. Das ist halt ja immer so. Frag mich mal, ich hab einfach mal hier ein Beet gemacht in der Zeit. Eins. Naja, ich habe das vervollständigt. Schon gut gemacht auch. Meaning me. Du vervollständigst mich. Doch. Nicht geil. Doch. Vervollständigt mich. Ja, diese von. Klar. Was war das denn? Hier mit dem kleinen Finger im Mundwinkel. Das ist Austin. Austin Powers. War das Austin Powers, der Bösewicht? Ja, genau. Mini-me. Du vervollständigst mich. Oh Mann. So schön dämlich war das. Genau. Ja. Ja. Wieso kann ich die jetzt hier nicht bauen? Was ist das für ein Scheiß? Moment mal. Ach, das ist die Klonkammer. Ich will in der Klonkammer durchatmen. Das wird natürlich nichts. Wo haben wir denn Sauerstoff hingestellt? Ja, riesengroß. Das steht sogar drauf. Für die, die nicht lesen können. Weißt du, was noch fehlt? So eine Kammer, wo man genährt wird. Eine Genährungskammer? Eine Nährungskammer. Eine Genährung. 5,8 mm ist für das MG, gell? Wie viel Schuss hast du für das MG? Wie viel Schuss habe ich fürs MG? Ja. Also für Sturmgewehr? Richtig. Habe ich jetzt 500 in der Tasche? Nur 500, mehr nicht. Nein, mehr nicht. Am Kölke? Ja. Ja, Freund. Funk. Kölke. Ach, endlich mal wieder in meinen. Wo denn? Gorste.
Nochmal 500. Ah, ich habe nämlich vorbereitet. Ja, ich brauche mehr. Gut, also ich habe das Beet gebaut, da unten wächst jetzt was, langsam oder sicher. Lemmy, wie sieht's mit Lemmy aus? Pass auf, Lemmy müsste man jetzt einfach mal kurz testen. Wollen wir das als Überraschung? Nee, machen wir einen Probeflug zum Ende der Folge? Ja, pass auf, wir machen jetzt. Nee, ich mach nur die eine Düse ab. Eine Seite, guck mal, eine Seite ist leider schon fertig, so leicht, halb. Und die andere Seite noch nicht. Aber also, du musst die Beinchen aber auch noch umsetzen, ne? Ja, das muss alles noch passieren. Aber ich will dir nochmal zeigen und das machen wir jetzt. Ja, mach mal. Das muss ich mach jetzt, mal. Pass auf, ich zeige. Überraschungen zum Ende der Folge. Genau. Wer ist noch da? Schreibt es in die Kommentare. Genau. Wer hat's gesehen? So, pass auf, ich muss mal kurz auf V, nicht die falsche Taste drücken. Mhm. Jetzt geht er hoch. Oh, der ist aber wirklich schwer. Ui. Also, ich steh doch drauf. Nee, geh mal runter. Das ist nämlich der Punkt. Darum geht's. Ach so, ja. Achso, okay. Alles klar? Ja, bist du bereit? Oh fuck, ich bin ins Loch gefallen. Nein. Ich bin so aufgeregt. Nicht ins Loch. Mache. Warte, ich muss nur wegspulen. Pass auf. Wow. Hast du das gemacht? Achso, du einfach nur, weil du das Licht anmachst. Genau, nach unten hin. Sehen wir endlich mal was nach unten hin. Ja, aber ist die Frage, nach vorne sieht man nicht viel, oder? Wo, siehst du aus dem Cockpit raus? Habe ich auch eine. Stimmt. Nice, oder ist das nice? Das sieht gut aus. Vor allem nach unten die drei, finde ich geil. Ja. Ist so wie... Was denn? Oh, guck mal. Alter Freund. Boah, leuchtet das weit aus. Auch aus der Höhe, gell? Das ist Hammer. Absolut. Hat er schön gemacht. Hat er gut gemacht. Dankeschön. Dann? Zeig. Oder du sagst? Ich glaube, du sagst. Ich sage. Bis zur nächsten Folge von Imperium Galactic Survival. Auf den Abenteuern des Jack Fleischhammer mit seinem Co-Piloten Minyas. The Schwall ins All. Bis dann zur nächsten Folge. Tschüss.